Wir schreiben das Jahr 1983 und die siebenjährige Andrea Bradbury streift durch die Straßen von Nashville, Tennessee. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen war es, ins örtliche Kino zu gehen und von den Filmen zu träumen, die sie eines Tages sehen würde, wenn sie alt genug wäre. An diesem schicksalhaften Wochenende wurde in Andreas Kino ein brandneuer Film gezeigt. Was sie nicht wusste, war, dass diese einfache, unschuldige Aktivität die kleine Andrea in Kontakt mit dem gefährlichen SCP-178 bringen würde und damit ihr Leben für immer verändern sollte. Jaws 3D ist nicht gerade ein Klassiker. Es war eine der vielen vergesslichen Fortsetzungen, die herausgebracht wurden, um vom 3D-Wahn der frühen 80er Jahre zu profitieren. Die Leute zahlten extra für das Privileg, mit einer unbequemen Pappbrille im Dunkeln zu sitzen, während ihnen kitschige Effekte von der Leinwand entgegensprang. Viele der Kinobesucher warfen diese billigen Einwegbrillen einfach weg, sobald sie das Kino verließen, und verteilten sie draußen auf dem Bürgersteig. Der Anblick einer 3D-Brille auf dem Boden, die man einfach mitnehmen konnte, war der Höhepunkt der Woche der kleinen Andrea. Sie war zwar noch nicht alt genug, um einen der Filme zu sehen, aber sie wusste, dass ein Geschäft in der Nähe Bücher mit Bildern verkaufte, die mit einer einfachen 3D-Brille von der Seite auftauchten. Aufgeregt von der Aussicht, 3D zu erleben, schnappte sich Andrea eine Brille und lief direkt zum Buchladen. Später in der Nacht war sie in ihrem Schlafzimmer und sah ein Raumbild eines Riesenrads. Andrea rückte die Brille zurecht und das Riesenrad erschien tatsächlich auf der Seite. Sie staunte über das Bild, das aus dem Buch kam, und hatte das Gefühl, es fast berühren zu können. Doch plötzlich überkam sie ein seltsames Gefühl. Sie hatte das Gefühl, dass sie nicht allein war. Andrea, die immer noch die Brille trug, blickte von ihrem Buch auf und sah es in der Ecke ihres Zimmers stehen. Etwas Riesiges. Etwas Monsterhaftes. Die Eltern von Andrea hörten ihren Schrei und kamen in ihr Zimmer gestürmt. Dort lag ihr kleines Mädchen. Tot. Es sah aus, als wäre sie von einem wilden Tier zu Tode gebissen worden, aber es gab keine Spur von ihrem Mörder. Die Fenster waren fest verschlossen und ließen sich von außen nicht öffnen. Es sah so aus, als hätte sich die schreckliche Kreatur, die das getan hatte, in Luft aufgelöst. Der Bericht des Gerichtsmediziners enthielt keine weiteren Hinweise darauf, wer dies getan haben könnte. Außer dass, wer oder was auch immer sie ermordet hatte, drei lange und unglaublich scharfe Krallen gehabt haben musste. Die schreckliche Tragödie um den Tod von Andrea hat Nashville erschüttert, aber sie hat es nie in die nationalen Zeitungen geschafft. Warum eigentlich? Weil sich die SCP-Stiftung sofort mit dem Fall befasste. Verdeckte Ermittler des US Fish and Wildlife Service wiesen auf den merkwürdigen Todesfall hin und SCP-Außendienstmitarbeiter kamen, um den Tatort selbst zu untersuchen. Dort entdeckten sie schnell die 3D-Brille von Andrea, die schließlich als SCP-178 eingestuft wurde. Ein Agent sah sich die Brille an. Es schien nichts Ungewöhnliches an ihr zu sein, nur ein normales Pappgestell mit blau und rot getönter Farbe über den Augen. Alles an ihr schien normal zu sein, also probierte er die Brille selbst an. Er hob das aufgeschlagene Buch vom Boden auf, wo Andrea es wahrscheinlich fallen gelassen hatte, und sah, wie das Riesenrad auf der Seite auftauchte. Nichts Ungewöhnliches, bis er seinen Kopf leicht drehte. Er sah eine Art Wesen, nur wenige Zentimeter von ihm entfernt, das über seine Schulter auf das Buch blickte. Als ausgebildeter SCP-Agent behielt er die Fassung und sah sich im Raum um. Dabei sah er, dass mehrere andere Kreaturen dastanden und zusahen. Keiner der anderen Teammitglieder schien die Kreaturen zu bemerken. Und als der Agent SCP-178 entfernte, verschwanden sie. Es schien, als hätten sie gefunden, was auch immer den Tod von Andrea Bradbury verursacht hatte. Die Brille wurde sofort in die nächstgelegene Auffangstation der Stiftung gebracht, um weitere Tests durchzuführen. Der Anblick dieser mysteriösen Wesen durch SCP-178 mag eine Frage beantwortet haben, aber er wirft viele andere auf. Was sind diese Kreaturen? Waren sie real oder nur eine von SCP-178 geschaffene Illusion? Wenn sie real sind, wurden sie dann irgendwie herbeigerufen oder einfach von ihm gezeigt? Es gab bereits einen Todesfall, der mit ziemlicher Sicherheit mit den Brillen in Verbindung gebracht werden konnte. Aber wie gefährlich waren sie wirklich? Die Stiftung war dabei, das herauszufinden. Verschiedene Wissenschaftler entwickelten eine Reihe von Experimenten, bei denen eine Testkammer durch eine Platte aus verstärktem Panzerglas von einer angrenzenden Beobachtungskammer getrennt war. Ein Mitglied des Personals der Klasse D wurde zusammen mit SCP-178 in die Testkammer gebracht. Er wurde angewiesen, die Brille aufzusetzen und den Forschern zu berichten, was er sah. Der D-Klasse-Mitarbeiter befolgte die Anweisung, geriet aber schnell in einen Zustand extremer Verzweiflung. Er warf die Brille weg, hielt sich die Augen zu und schrie wie wild herum. Als er aufgefordert wurde, sich zu beruhigen und ihm gedroht wurde, beschrieb die D-Klasse eine abscheuliche Kreatur, die dicht vor seinem Gesicht stand und ihn beobachtete.
Als er gebeten wurde, dies näher zu erläutern, bezeichnete er es als zu viele Augen. Danach weigerte sich die D-Klasse, die Brille wieder aufzusetzen, trotz direkter Anweisungen und Drohungen von Mitarbeitern der Stiftung. Daraufhin wurde er aus der Testkammer entfernt und beobachtet. Obwohl er 2 Tage lang unter leichter Paranoia litt, wurde nach insgesamt 30 Tagen Beobachtung festgestellt, dass die D-Klasse keine dauerhaften psychologischen Auswirkungen hatte. Enttäuscht von den mageren Ergebnissen des ersten Tests, hatten die Forscher zumindest bestätigt, dass sie tatsächlich ein anomales Objekt in ihrem Besitz hatten und fuhren mit den Experimenten fort. Die gleiche Methode wurde bei einer anderen D-Klasse angewandt. Sie wurde in die Kammer gesetzt und angewiesen, SCP-178 aufzusetzen und dann das Wesen, das sie sah, in allen Einzelheiten zu beschreiben. Als die Brille aufgesetzt wurde, schreckte sie vor dem Monster zurück, das sie anstarrte. Sie sagte, die Kreatur sei groß und zweibeinig gewesen und habe 2 zusätzliche obere Gliedmaßen gehabt, die in großen, spitzen Vorsprüngen endeten. Sie beschrieb auch den Kopf der Kreatur als glatt. Auf die Frage, ob das Wesen irgendeine Art von Aggression oder Feindseligkeit gezeigt habe, sagte sie, es sei völlig ruhig gewesen. Es stand einfach nur da. Nach ein paar Minuten schien das Wesen jedoch das Interesse zu verlieren und begann, die Wand anzustarren. Die Forscher waren froh, mehr über die Körperlichkeit der Kreatur zu erfahren. Aber sie waren sich immer noch nicht sicher, ob es sich nicht nur um eine durch die Brille erzeugte Illusion handelte. Sie mussten eine Interaktion entwickeln. Für das nächste Experiment beschlossen sie, die Umstände zu ändern. Ein blau-rotes Bild, ähnlich dem des Riesenrads aus dem Buch, das Andrea gekauft hatte, wurde an der Wand befestigt. An die gegenüberliegende Wand stellten sie einen Eimer mit 10 normalen Tennisbällen. Diesmal wurde der D-Klasse, einem verurteilten Mörder und Brandstifter, gesagt, dass er dabei helfen würde, ein neues 3D-Reality-Projekt zu testen. Die Wesen, die er sehen würde, waren, soweit er wusste, kaum mehr als digitale Projektionen. Als er SCP-178 tatsächlich trug und sie sah, meinte er, dass derjenige, der sie entworfen hatte, verrückt sein musste. Die Forscher wiesen die D-Klasse an, einen Tennisball zu nehmen und ihm nach einem der Wesen zu werfen. In der Sekunde, in der er dies tat, zeigten sich tiefe Risswunden am ganzen Körper. Der Angriff war brutal und schnell und die D-Klasse war kurz darauf tot. Dies bestätigte den Forschern, dass die Kreaturen anscheinend eine gewisse greifbare Präsenz haben und extrem gewalttätig sein können, wenn sie provoziert werden. Als nächstes wollen sie herausfinden, ob eine Interaktion mit den Kreaturen möglich war, ohne dass sie sofort in Gewalt überging. Um diese Theorie zu überprüfen, brachten die Forscher eine 19-jährige D-Klasse unter demselben Vorwand in die Testkammer, um die neue 3D-Technologie zu testen. Ähnlich wie die anderen war sie immer noch entsetzt über das Aussehen der Kreaturen, wurde aber von den Forschern beruhigt. Sie forderten sie auf, die Kreaturen direkt anzusprechen, ohne dabei irgendeine Art von Aggression zu zeigen. Sie sagte: "Hallo, du komisches Ding, wie geht es dir heute?" mit etwas gelangweilter Stimme. Damit hatte sie ihr Todesurteil unterschrieben. Sie wurde sofort von unsichtbaren Wesen zu Tode gestochen. Die Ergebnisse schienen eindeutig. Jegliche Interaktion mit den Kreaturen, während man den SCP-178 trug, war ein Todesurteil. Wie bei einem etwas ausgeschlosseneren, schüchternen Mann. Aber die Forscher fanden bald heraus, dass diese Anomalie noch mehr Überraschungen bereithielt. Für ihren nächsten Test brachten sie 2 Probanden mit. Einer sollte SCP-178 tragen und dem anderen vorschreiben, wie er mit einem Wesen umzugehen hatte, das er nicht sehen konnte. Die Ergebnisse dieses Experiments waren blutig, aber aufschlussreich. Beide Versuchspersonen wurden aufgeschlitzt, als die nicht sehende D-Klasse auf Anweisung ihres Begleiters mit einer der Kreaturen interagierte. Es zeigte sich, dass jeder, der ausreichend über die Kreaturen Bescheid weiß und versucht, mit ihnen zu interagieren, dem Untergang geweiht ist. Selbst wenn er eine von ihnen nicht direkt sehen kann. Es war eine erschütternde Erkenntnis für die Forscher. SCP-178 könnte viel gefährlicher sein, als sie anfangs dachten. Und was sie im nächsten Experiment erfahren würden, war noch schlimmer. Dafür wählten sie dieselbe Methode wie beim letzten Experiment. 2 Versuchspersonen, von denen eine sieht und die andere interagiert. Doch dieses Mal wussten sie sofort, als Versuchsperson Nummer 1 die Brille aufsetzte, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Er geriet in Panik und behauptete, die ganze Kammer sei voller Kreaturen, die alle nur dastünden und zuschauten. Da die Forscher wussten, dass diese Experimente für die D-Klasse oft nicht gut ausgingen, schienen sie über diese neue Entwicklung nicht allzu beunruhigt zu sein. Naja, bis die Versuchsperson erklärte, dass sie 3 weitere Kreaturen sehen konnte, die sich nicht in der Testkammer befanden. Sie befanden sich im Beobachtungsraum. Einer von ihnen schaute sogar direkt über die Schulter eines der Forscher. Sofort verloren alle die Beherrschung und gerieten in Panik. Sie waren es gewohnt, die D-Klasse in Gefahr zu bringen. Das gehörte zu ihrem Job. Aber auf das hier waren sie nicht vorbereitet. In wenigen Augenblicken wurde der Beobachtungsraum zu einem Blutbad. Als die 3 Forscher, die alle Experimente geplant und durchgeführt hatten,
von Kreaturen, die sie nicht sehen konnten, in Stücke gerissen wurden. SCP-178 hatte sich von einer der unschuldiger aussehenden Anomalien zu einer der geheimnisvollsten und tödlichsten entwickelt. Die Kreaturen schienen mächtig, gewalttätig und unglaublich zahlreich zu sein. Die Tatsache, dass sie nur durch die Brillengläser von 178 beobachtet werden können und jeden töten, der auch nur versucht, mit ihnen zu interagieren, macht es fast unmöglich, sie zu verstehen. Es war immer eine Tragödie, wenn die Stiftung gute Forscher verlor, aber die Arbeit musste weitergehen und die Experimente wurden bald mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgenommen. Natürlich halfen diese nicht viel und nach einem weiteren katastrophalen Experiment, das zur Sperrung des gesamten Sektors führte, wurde die gesamte Forschung zu SCP-178 verstärkt unter die Lupe genommen. Es musste ein Weg gefunden werden, die Kreaturen zu beobachten, ohne das Risiko einzugehen, den Raum mit ihnen teilen zu müssen. Die vorgeschlagene Lösung bestand darin, ob die SCP-178-Brille mit der Kameratechnologie für die Fernbeobachtung kompatibel war. Wie bei allen stereokopischen Brillen stellte sich heraus, dass der gleichzeitige Blick durch nur ein Objektiv unwirksam war. Die Lösung war relativ einfach. Eine Kamera mit zwei Linsen in einer Konfiguration, die in etwa der des menschlichen Auges entsprach. Dies brachte ihnen jedoch nicht die erhofften Antworten. Als die Forscher die Kreaturen schließlich sahen, stellten sie fest, dass sie noch abscheulicher waren, als sie sich jemals vorgestellt hatten. Als sie über ihre neue Kamera ein Opfer bei der Interaktion mit den Kreaturen beobachteten, stellten sie fest, dass ihnen drei lange Krallen wuchsen und sie angriffen, sobald sie in irgendeiner Weise mit den Kreaturen interagierten. Und sie waren ebenso schnell wie grausam. Nach den Beobachtungen gab es nur wenige Dinge, die die Stiftung jetzt mit Sicherheit über sie wusste. Ihr Aussehen, ihre gewalttätige Natur, ihre verbesserten körperlichen Fähigkeiten und die Tatsache, dass sie so ziemlich überall zu sein scheinen. Und wer weiß, wie lange sie schon hier waren und uns Menschen beobachten, während wir an ihnen vorbeigehen, ohne ihre Anwesenheit zu bemerken. Das reicht aus, um es sich zweimal zu überlegen, bevor man wieder eine 3D-Brille aufsetzt. Aber natürlich bedeutet es nicht, dass sie sicher sind, wenn sie die Brille nie aufsetzen. Allein das Wissen um die Brille bringt sie in Gefahr. Sie können in diesem Moment neben dir stehen und dir über die Schulter schauen, während du dieses Video ansiehst. Denken Sie daran, wenn Sie in Sicherheit sein wollen, dürfen Sie sie niemals wissen lassen, dass sie Bescheid wissen. Denn nur weil du etwas nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass es dich nicht verletzen kann. Schaut euch jetzt SCP-049, der Pestdoktor, und SCP-087, das Treppenhaus an, um weitere unheimliche Kreaturen von SCP-Erklär zu entdecken.